Wolf von Tesla Owners US und heute sind wir den zweiten Tag in Sedona und ihr seid natürlich wieder dabei und wir haben ganz tolle Aufnahmen von einer Winery, also wir haben in Arizona auch Wein anzupflanzen und natürlich wieder die tollen Landschaftsaufnahmen und alles, was wir da machen mit unserem Model X und dem Trailer hinten dran und ihr seid dabei. Birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. On our way to Cottonwood. Prescott. Ja, hier ist es Halloween. Einmal ganz rum. Ja, das ist natürlich viel schöner, ne? Das ist ein schöner Park hier. Ja. Ein paar Cabins. Ja. Ein paar Gräber in die. Ja. Ja. Das müssen wir mal reservieren. Hm? Especially bei Halloween. Mhm. Ja. Und sehr süß gemacht da. Ja. Und mal da. Halloween at the RV Park. So you get the monsters right away. Yeah. Look at this. Halloween in a Jeep. Ich will auch trotzdem noch mal halten. Da wo das Alpaka ist. I think this is a nice RV park. Ja, das ist schön. Oh. Da ist auch ein Alpaka in Schwarz. Oh ja. Ah, hinter mir kommt ein Schalke, kann ich hier bestehen bleiben. Ah, fahr mal hier rechts ran einfach. Na, hier rechts ran. Keiner vorbei. Und da sind hier Cabins. Da kannst du Cabins leiten. Was willst du denn hier? Oh, das Alpaka angucken. Ja, also diesen Park da mit den Lamas und den drumherum, den müssen wir uns im Auge behalten. Sieht nämlich ganz nett aus und ein Stück Fluss ist da dran. 27 Acres sind das. Muss ich mal überlegen, was das an Quadratmeter ist. Aber ziemlich groß ist das. Und die haben gerade Halloween gefeiert oder vorbereitet mit einer Menge Kids da dabei. Und da durfte man nur mal ganz kurz durchfahren. Aber das müssen wir in Betracht ziehen für das nächste Mal, wenn wir hier sind. Auch eine schöne Landschaft, wenn man mal sieht hier. Kann man die hier hochfahren. Und zwar gehört das zu Page Springs. Vineyard and Bistro war da auch. Oh, wenn wir zum Vineyard fahren müssen. Ha? Ja. Und mal drehen. Ja. Ja. Oh Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber direkt hier an der Straße gibt es eine Winery. Es gibt Winery hier in Arizona. Und wie ihr gerade hinter mir seht, da ist der Wein etwas trocken, aber die haben es auch schon geerntet. Und heute, jetzt ist Erntesaison. Und da könnt ihr mal sehen, das haben sie alles in einem hier schön vorbereitet. Und wir haben einen kleinen Tisch, wo wir sitzen. Und da machen wir erstmal ein kleines Wine-Tasting, also eine Verkostung von dem Wein, den die hier anbieten. Und da freuen wir uns drauf und mal sehen, was da rauskommt. Und da gibt es natürlich kleine Snacks dazu, also ein
Käsebrett oder eine Brezel oder irgendwas. Für die deutschen Freunde, die Riesling-Rebe, die nennen das auch hier Riesling, obwohl. Naja, die Riesling-Rebe wird hier auch angeboten. Und der Riesling, also, ist gar nicht so schlecht. Das findet meine Frau auch, ist lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker. Ist nur doof halt, dass wir, wie schon gesagt, leere Gläser haben. Und der Pubel. Das Männchen. Das Männchen. Und die Ämpferchen. Ja, für Weintouren braucht man hier nicht nach Kalifornien. Da kann man auch in Arizona bleiben. Und dann sieht man den Lineberry Line Legacy Wine Club Members Larry Lineberry and Family. Und dann kann man hier eine kleine Weintour machen oder macht das so wie wir. Wir fahren einfach mal durch die Gegend und gucken, ob wir ein paar Wineries finden. Und das klappt hier in Sedona ziemlich gut. Wine Country, Oak Creek. Und hier kann man Weinverkostungen machen und auch Wein kaufen, der in Arizona hergestellt wird. Ja, das ist die Einfahrt nach Sedona vom Highway 89. Das ist der schönste Ausblick von hier. Fahren wir mehr durch den prominenten Teil von Sedona, Uptown. Man wird hier so sehen, ein paar Jeep-Tours, wie man hier machen kann. Hier sind die Pink Jeep-Tours und Geschäfte und alles Mögliche. Und eine Menge Kreisverkehr, damit er beruhigt wird. Geradeaus durch. Und schöne Landschaft auch. Alles in rot-rot gehalten. War sogar einer, der den Verkehr noch bewacht hat. Und hier muss man natürlich auch Fußgänger aufpassen. Eigentlich gibt es da hier eine Fußgängerampel. Warte mal. Ach, es wird alles manuell gewunken hier. Okay. Wir haben nicht mehr genug Zeit dafür. Die machen jetzt schon um 5 zu und natürlich unter speziellen Bedingungen. Abstand halten, Maske und so weiter. Kennt ihr ja alles. Und baden hätte man da, kann man da auch, aber da müsste man eine bessere Zeit benutzen. Und zwar, weil ja, jetzt wird es noch schon zu kalt. Jetzt ist das Wasser schon arg kalt. Aber im Sommer ist das viel besser. Da kann man nämlich auf den Rock auch sliden, das heißt also auf dem Rock
kann man auch rutschen. Und das ist wie so eine natürliche Rutschbahn. Und ich blende euch einfach mal ein paar Bilder davon ein. Ihr könnt euch da selbst ein Foto drüber machen oder was einfallen lassen dazu. Diesmal hat es nicht geklappt, aber vielleicht klappt es das nächste Mal. Dann gucken wir da nochmal hin. Wir wissen ja jetzt die Öffnungszeiten dazu und so weiter. Und jetzt fahren wir woanders hin. Da gibt auch eine Überraschung. Was denn das ist? Jerome Historic Road. Das ist Entering Jerome, Elevation 5200, founded 1876. Ja, wir fahren nach Jerome. Und Jerome ist jetzt eine kleine Künstlerstadt. Und zwar aller möglichen Künstler, Handwerker und so weiter, die haben dort Häuser übernommen. Das wurde erst in den Hippie-Area. Ich glaube, wir haben da ein paar Häuser übernommen. Da waren immer mehr, die da hingezogen sind. Das liegt richtig in den Bergen drin. Aber Jerome war nicht immer eine Künstler- oder Hippie-Stadt, sondern es war eine Miner, also das heißt für Bergbau, und zwar für Kupferbergbau. Und Arizona ist der Kupferstaat, und in Arizona wird auch immer noch heute noch viel Kupfer abgebaut, und in Jerome dort wurde Kupfer abgebaut, aber unter Tage. Und Kupfer wird gebraucht für die Rüstungsindustrie auch, in zehn bei zu den Tagen, da wurde Munition draus gemacht. Und aus diesem Kupfer gab es viele Leute, die dorthin gezogen sind und einen Arbeitsplatz gefunden haben als Bergleute. Und in dem früheren Alter gab es beim Bergbau auch hier in den USA viele Unfälle. Und zwar auch viele Verletzungen, schweres Werkzeug. Und die sind dann dort in einem Krankenhaus untergekommen. Das Krankenhaus ist heute ein Hotel. Und das Hotel wollte ich euch auch zeigen. Wollen wir da hinfahren. Der Bergbaubetrieb ist eingestellt worden. Aber das Krankenhaus als Hotel gibt es immer noch. Und heute ist Halloween. Da gibt es zu diesem Hotel, gibt es jetzt Gerüchte von Spuk. Und keiner hat das bisher bestätigt, aber man sagt, dass bis zu 30.000 Leute zur Zeit des Bergbaus in Jerome umgekommen sind. Und die meisten sind sicherlich auch im Krankenhaus gestorben. Und in diesem Krankenhaus ist jetzt, aus diesem Krankenhaus ist jetzt ein Hotel geworden. Und man munkelt, dass immer noch viele Geister dort rumschwirren. Und das werden wir sehen. Wie viele Geister dort noch rumschwirren. You can get ghost town tours in Jerome. Okay, Ghost Hotel. What was it? Das ist Jerome.
Das ist das, was mein Hospital war. Und die Statistik ist eigentlich nicht relevant, euch zu erzählen, weil wir sind nämlich ohne Anhänger gefahren, nur immer durch die Gegend, einmal zum, wie ihr wisst, ist ja einmal zum Slide Rock Park und einmal zum zu Jerome und dann noch ein bisschen hin und her und so. Ja, das war eigentlich ganz normaler Verbrauch.